Distillations heißt die App, die wir jetzt vorstellen. Ja. Was denn? Nichts, schauen wir nur gerade. Siehst du gerade Alerts? Ja, was es denn hier für Episoden bei Distillations gibt. Zum Beispiel, why the chicken became a nugget. Have you ever wondered how chicken and nuggets are made? Man kann da reinhören. Machen. Mal reinhören, Emmy. Mhm. Warum? Welcome to Hiscam Distillations. I'm Michal Meyer, a historian of science and editor of Chemical Heritage magazine here at the Chemical Heritage Foundation. And I'm Bob Kenworthy. I'm a chemist, and I also work. Ja, man muss halt Zeit. Das dauert dann halt, bis ich das erklärt. Was denn? Man kann es beschleunigen. Why the chicken became a nugget and other tales of processed food. Bob and I went out to Buona Deli for a snack one afternoon, and we were thinking about how our food became so processed and full of so many ingredients. Glaubst du, es gibt Leute, die das so verstehen? Die hören das in zweifacher Geschwindigkeit. Nein, ich glaube nicht. Doch, das geht's wirklich. Ja? Sie aber nicht. Und so kann man das trainieren. Aber darum geht es ja gar nicht in dieser App. Es geht ja jetzt nicht darum, das zu trainieren, sondern es geht in der App darum, dass man Informationen bekommt. Zum Beispiel die Chicken Nuggets, die ja ursprünglich eigentlich gedacht waren, also naja, die sollten halbwegs gesund sein, ja. Dann haben sie aber angefangen, das mit irgendwelchen komischen. Mit Weizenkleier haben die das gemischt. Ja, und das ist ja eigentlich gar nicht ein Stück Fleisch, was man da hat. Also wenn man es zu Hause macht, dann schon, ne? Aber wenn man das kauft bei verschiedenen Anbietern, ist das Grütze. Ja, das stimmt. Das ist einfach nur, das sind Reste, püriert, die so püriert sind und dann zusammengepumpt sind mit. Nee, nix Reste. Da wird ein ganzes Hähnchen wird püriert. Komplett. Mit Knochen, mit Knorpel, alles. Mit allem. Alles. Ja, aber doch nicht überall. Es kommt darauf an, wo man es kauft. Ja, ne? Stimmt. Weil wenn man es zu Hause macht, kann man ein Nuggets kaufen, die kosten 2 €, dann muss da was Gutes sein. Das sage ich ja nicht, dass es gut ist. Lass uns doch mal lieber mit erzählen, Emmy. Tun wir ja gerade. Stimmt. Zum Beispiel frage ich mich immer, Zombies. How we learn to stop worrying and love the zombie apocalypse. Warum wir die Zombie-Apokalypse lieben. Das sind Überschriften. Ja. Und was dahinter steckt, ist dann meistens so ein Nerd-Thema. Ja, das stimmt auch. Aber ich finde, die App ist wirklich ganz gut aufgemacht, dadurch, dass man halt verschiedene Themen hat. Und da gibt es zu jedem Themenbereich einen mindestens 20 Minuten langen Vortrag, wenn man sich das anhören will. Und ne? Die sind ja auch durchaus lustig gemacht, wenn man so einen Humor hat, dass wenn man das periodische System der Perioden sieht, dass man dann anfängt zu lachen. Ja, das ist auch ganz schön lustig. Weil Brom ist unter Silber. Brom unter Silber. Das kann man dann gar nicht machen. Guck mal, bei Alerts kann man sich auch einen Alert machen. Mal wieder auf eine Vernissage gehen, da finde ich auch immer sehr lustig. Was, Alert? Alerts. Alert, es ist eine neue Episode rausgekommen und dann kann man sich die, das sind so kleine, man wird am Anfang auch gefragt, ob man Push-Mitteilungen beinhalten möchte oder haben möchte. Dann kann man sich die immer noch reinziehen. Man kann die Leute auch kontaktieren. Wenn man möchte, gibt es auch eine Show, die kann man anrufen und da zum Beispiel dann, guck mal, die Webseite mal angucken, ob das, was da so schön ist. Visit sag mal, the Website. Mal. Das ist hier die Website von Chemistry. Mhm. Chemical Heritage Foundation. Also, das ist doch wirklich eine Nerd Foundation, oder? Naja, Nerd. Wenn es um chemische Heritage Erbe, um das chemische Erbe geht, dann ist es definitiv eine Nerd-Sache. Aber ich finde es gut, ich mag Nerds. Ich würde das jetzt nicht so über einen Kamm scheren. Vor allen Dingen ist es sehr wichtig, dass es Leute gibt, die sich mit Chemie auseinandersetzen. Zum Glück habe ich das nicht beruflich ausgewählt für mich. Das wäre eine Katastrophe für die Welt gewesen. Ich habe gedacht, ganz ehrlich, Emmy, als ich das gelesen habe, dass das eine andere. Ne? Ja. Ich habe gedacht, man kann endlich mal Sprit hier im Studium mit einer App produzieren. Nein. Das nicht. Es geht um ein nerdiges Thema. Nein. Aber Spaß. Chemie.